Hallo, hallo, hier bin ich wieder unterwegs, ja, liebe Leute. Also, bei uns ist die Musik so laut an, dass ich so keine Videos mehr drehen kann. Ne? Also, wenn das weiter so ist und das ist abzunehmen, dann kann ich nicht mehr weitermachen. Also, weil mein Haus ist so schallunisoliert, dass ich das. Das hört man. Ja, also egal, ob ich alle Fenster zu habe oder nicht. Und die Musik ist so laut, dass ich das nicht, dann kann ich nicht mehr drehen. Ich denke mir manchmal, das Schicksal, beziehungsweise Allah natürlich in unserem Fall, denken, wir wissen das ja, das von Allah kommt, setzt einen manchmal, nimmt einen manchmal die Entscheidung ab. Ne? Ich bin ja schon so lange dabei mit Bea am Hadern, ob ich weitermachen soll. So kann ich weder die Hunde filmen, und die Hühner schon mal überhaupt nicht, weil das ist draußen. Und was macht denn der da jetzt? Jedenfalls und drinnen flocken. Hab mir natürlich heute überlegt, draußen auch den Gartenzaun zu machen. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit schon mit mir am Hadern, ob ich überhaupt runtergehen soll. Das geht auch nicht, ne? Weil sonst müsste ich es lautlos machen, was ich auch machen werde, weil ich muss den Zahlen ja trotzdem machen. Aber wenn ich dann nachher Kraft zu habe, weil es ist inzwischen 4 Uhr ungefähr. Und ich wollte ja noch mit euch auf den Bazar gehen. Dann gucke ich mal. Ja, so sieht es aus. Ich sag's euch. Manchmal wird einem wirklich die Entscheidung abgenommen. Und wenn ich dann alle Fenster zu habe und die Musik immer noch so höre, was der Fall ist, wahrscheinlich, kann ich nicht mehr flocken. Und die Tiere schon mal überhaupt nicht mehr. Das ist vorbei. Ist auch international, also türkische internationale Musik, die kann ich nicht einspielen. Leider. Ja, aber so soll es manchmal sein. Wisst ihr schon mal Bescheid. Ich denke nämlich, dass das weitergehen wird. Und deswegen, ja. Oh, manchmal, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, du kannst ja gar nichts machen. Ne? Ich kann nicht talken drin, weil ich immer die Musik habe. Sei denn, ich finde irgendeinen Raum, aber was soll ich in dem Raum flocken? Ne? Also stell mal vor, ich mache alle Fenster zu und bin vielleicht in der Küche, was ein bisschen weiter weg von der Musik ist. Und da hört man es vielleicht nicht, aber was soll ich den ganzen Tag in der Küche machen? Ja, ich muss auch mal in den Garten, ich muss immer was anderes flocken. Ich kann nicht immer nur irgendwas in der Küche flocken. Das geht ja nicht. Ich kann nicht mal im Wohnzimmer, das ist sogar. Geschweige denn, dass ich alle Fenster zumachen muss und dann ersticke ich da drin, ja. Dann müsste ich die Klimaanlagen anmachen. Das mache ich nicht. Also, ja, das ist ja einfach schwierig. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber es ist, wo es ist. Und deswegen bin ich jetzt raus, ne? Weil ich hatte eigentlich überlegt, den Garten anzufangen, weil es schon relativ spät und ich weiß, wenn ich jetzt runtergehe, dann bin ich dementsprechend groggy und kaputt, wenn ich wieder hochkomme, dass ich bestimmt dann das nicht mehr machen kann. Und ja, ist auch schon spät, das ist davon abgesehen. Gestern habe ich, glaube ich, um 5:30, wird vor 6 angefangen, da bin ich wahrscheinlich dann mal wieder oben. So. Ja, so sieht es aus, ne? Kopfschmerzen bekommen. Ich hatte mich hingelegt, weil ich habe ja diese Nacht überhaupt nicht geschlafen. Oder ganz wenig. Das ist immer nicht gut. Hier einmal wieder der Ausblick. Hier war richtig schön der Ausblick. Ja.
mir irgendwie meine Füße dreckig gemacht. Es war da eben so staubig. Oft, dass das Handy ausgehen könnte. Es ist so heiß. Galenic Organization. Das heißt Hochzeitsorganisation. Brautorganisation. Machen wir eher. Ey, Leute, die Hitze. Wir sind noch ein richtig weites Stück nach unten, geschweige da wieder hoch. Ja, da dachte ich mir, den flock ich halt unten, aber das kann ich ja auch nicht immer machen. Ne? Ich kann nicht immer stundenlang unten rumlaufen, das ist nicht mein Ding halt. Ne? Wenn ich mal irgendeinen fahrbaren Untersatz hätte, dann würde das gehen. Den habe ich aber nicht. Na jo. Eine halbe Tafel Schokolade hatte ich vorhin gegessen. Langsam habe ich mich von dieser Schokolade, die ich immer kaufe, übergessen. Ich muss irgendwie was anderes finden. Die ist aber die einzige, die relativ gut schmeckt und die so cremig und nicht so teuer ist. Die türkischen Schokoladen schmecken wirklich nicht. Also nicht umsonst nehmen die ganzen Türken immer Schokolade mit in die Türkei, wenn sie aus Deutschland kommen, weil es schmeckt halt nicht. Ne? Die können nur so keksartige Geschichten machen. Ja. Beim Basar könnte ich, guck mal, der Kürbis da. Mein Mann sagte, dass das Kürbisse sind hier. Oder sind das Melonen? Könnten auch Melonen sein, ne? Könnten auch Melonen sein, I don't know. Er sagt aber, das sei ein Kürbis, aber ich finde, die sehen eher wie Melonen aus, oder? Wassermelonen? Ich hab die Wasser. Ja, guck mal, die Weintrauben, die sind jetzt auch richtig schön geworden. Richtig schön, mashallah. Haben die Leute auch schon abgeerntet, wahrscheinlich die hier vorbeigehen immer. Ja, das ist Hack, ne? Das darfst du nicht. Also, wenn das die Leute machen, die hier vorbeigehen, haben die Hack genommen. Das ist Haram. Also, das ist nicht erlaubt. Das darfst du nicht im Islam. Das gehört denen, die da wohnen, auch wenn da keiner wohnt und wenn es nicht abgeerntet wird. Das darfst du nicht machen. Ja. So sieht's aus. Irgendwie, ich habe das hier festgebummelt, aber das zieht hier. Keine Ahnung warum. Das ein bisschen wegmachen. So vielleicht. Ja, mein Ding zum Dranbummeln habe ich immer noch nicht ausprobiert. Deswegen habe ich das so nicht im Benutzen. Sonst hätte ich euch jetzt das schön dran machen können. Und das habe ich in weiß gemacht, weil ich mein anderes schwarzes Ding nicht gefunden habe. Irgendwie ist das weg. Ich habe einen hier und einen hinten. Und mehr habe ich da nicht gefunden, leider. Egal. Ich hätte wahrscheinlich eher den weißen hier drunter machen müssen. Dass man das nicht sieht, aber mein Gott, egal. Egal. Oh, ich muss unbedingt diese Stative machen, das Handy ist so schwer. Oh, ich hatte ja schon erzählt, ne, dass ihr hier auf meinem kleinen Finger liegt. Ja, da ist sehr anstrengend bei der Hitze. Ich
wollte ja auch mal gucken, ob es hier im Nachmittag nicht so einen Rollerladen gibt. Dann würde ich das mal da gucken, ob ich da vielleicht einen finde. Habe ich auch noch nicht gemacht, ich Idiot. Könnte ich eigentlich gleich mal. Ich habe ja online Guthaben hier auf dem Handy. Und apropos Handy, ich muss bis August, dann brauche ich ein türkisches Handy, weil sonst kann ich nicht mehr telefonieren. Und ich muss vor allen Dingen auch mein Internet fürs Home verlängern im August. Mein Home-Internet. Muss ich mal fragen, ob ich das da machen kann. Ich bin ja jetzt gleich im Einkaufszentrum, beziehungsweise am Einkaufszentrum. Ich wollte eigentlich nicht rein, aber das könnte ich mal kurz machen und fragen, ob ich da verlängern kann oder ob ich nach Alanya muss. Ne? Die haben ja einen neuen Telekom-Laden da aufgemacht. Ich bin ja bei der türkischen Telekom, auch im Home-Internet. Und man kann es auch alles online machen, aber ich will mich trotzdem lieber beraten lassen. Nicht, dass ich da irgendwie einen schlechten Upload erwische. Brauche ein gutes Internet. Mal gucken, ob ich jetzt teurer für das Internet bezahlen muss oder ob es weiterhin der gleiche Preis ist. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich mehr, ne? Also unsere Leute, sie hier in Alanya sagen, 20 Euro ungefähr bezahlen die fürs Internet. Wird wohl so sein. Ich weiß nicht, wie viel ich bezahle. Ich habe es vergessen. Ich glaube 15 oder 16 Euro umgerechnet. Mit denen habe ich ja jetzt auch schon 2 Jahre den Vertrag. Für draußen umzulaufen wäre das halt gut, wenn man so einen um den Hals hätte und das Handy dann direkt vor der Nase hat. Aber das ist ja richtig auffällig. Ich glaube, das wäre mir peinlich, da rumzulaufen. Den könnt ihr mich nämlich durchgängig gucken. Das würde direkt so sein. Der müsste es nicht tragen, aber das ist ja echt peinlich. Ich glaube, das mache ich nicht. Vor der Brust so nach vorne ist noch in Ordnung, aber wenn ich mich jetzt so filmen will, müsste ich wieder ein anderes Gerät haben. Das ist aber auch nicht so teuer. Ich glaube, das kostet, das gibt es bei vielen Anbietern, so 5, 6 Euro, glaube ich, umgerechnet. Ich soll es wieder holen, ne? Mein Kopf dröhnt. Ich hatte ja gefragt, 135, irgendwie sowas hat er gesagt, ne, Taxifahrer ist Minimum, also Taxi rein, Taxi raus, mindestens 135, also 135 sind 3, 6, 9, 4 Euro mindestens. Also darunter geht nicht, egal was die Taxi-Uhr anzeigt, und den Berg runter und hoch ist eben auch nicht mehr, ne? Da ist diese Strecke sozusagen mit enthalten. Das war umgerechnet 3 Euro, 2,80 Euro, 3,30 Euro, als meine Söhne noch hier waren. Da haben die nämlich auch immer sich hochbringen lassen.
mache ich es. Viertel nach vier, 10 nach 4 zeigt die Uhr. Wurde ich von A-Usbill angerufen, also von A101, ich weiß ja nicht warum. Da war da eine Bandansage und naja, so richtig was gewollt haben die eigentlich nicht. Also man könnte da auf der Internetseite gucken und Angebote und so, das wäre ja nicht so gut, wenn man jetzt von A101 ständig angerufen wird, ne? Weil ich hatte ja nichts bestellt. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt als erstes zum türkischen Bazar und dann zur Telekom dort am Einkaufszentrum auch noch ein bisschen möchte. Dann werde ich mal nachfragen, ob ja so die Straßen. Ne? Ich zeige euch mal einen Moment. Da müsst ihr immer unbedingt aufpassen. Gibt es überall Stolperfallen, gerade wenn man alt ist und vielleicht nicht mehr so gut sieht. Das ist so typisch für die Türkei. Überall, das findest du überall. Ne? Das ist nicht nur ein Phänomen Alanya. Vielleicht durch die Hitze und die Wetterbedingungen, die ja echt extrem sind manchmal. Zeige ich euch mal so ein bisschen. Ne? Kannst hier auch einfach gegenlaufen. Straße sowieso uneben. Hier geht es dann mal eben nach unten. Mit Kuppeln wieder. Hier ist auch alles, wenn man jetzt diese Elektrofahrdinger fährt, dann ist das schon relativ knifflig. Hier geht's. Der ist neu, der ist auch behindertengerecht, dass man, wenn man nicht so gut sehen kann, dass man hier drauf läuft, aber ja, das ist halt trotzdem nicht drauf verlässlich. Ne? Guck mal, da hinten ist er nämlich auch relativ schief und krumm, der Weg wieder. Tja, da bin ich mal eben geflohen von zu Hause, weil es so laut war. Hier und mal ein Pool so mitten neben der Straße. Hier ist es schon wieder abschüssig natürlich. Aber für Leute, die nicht gucken können, schon nicht gut. Geh mal rüber, hier ist jetzt volle Pulle Sonne. Wieder nach oben. Dann hier kommen die nächsten Stolperfallen gleich. Ja. Da oder da. Tja, so sieht's aus, ne? Können wir hier runter gehen.